So, hallo und willkommen. Kess ist dabei und für die Rundreise habe ich mir gedacht, nehmen wir uns mal ein neues Tierchen. Neues Tierchen. Ja. Muss dafür sorgen, dass die Kanone genau auf Kopfhöhe ist. Ich glaube, das ist übelst schwer. Mach ich mal meine Kippe weg. So, Kess. Kess versucht jetzt den Kopf anzuvisieren und ich drück ab. Scheiße, Alter. Warte, ich nicht genau vor mir, dass ich nicht so viel bewegen muss. Wir haben über 100 Kugeln. Das kann dauern. Ja, und nochmal 50 in einem schnellen Eingreifdrachen. Ne, ich muss die Kanone mal tiefer stellen. Down. Down. Schieee! Ne, ich kann dafür leider nur den Schädel. Ja, so ist gut. Und jetzt nur noch auf Kopfniveau. Ja, das wird crazy. Muss nur aufpassen, dass uns der Quetz nicht verhungert. Fleisch ging nicht mehr rein. Das ist übelst kackschwer, ey. Ich bin runtergefallen. Ich hab dich auf dem Flügel. Ja. Warte, steig ab, steig auf. Bin drauf. Oh Das hat ja Mann. knapp geklappt. Ja, ich hab dich mit dem Flügel aufgefangen, wie Hätte ich ich gesehen. es gewollt. Perfekt. Hat getroffen? Ja klar, voll ins Gesicht. Okay, der hat das Geräusch habe ich nicht gehört. Ich hab das Blutspritzen sehen. Er muss genau der. Naja, das war glaube ich der falsche Treffer. Oder? Naja, vielleicht doch nicht. Boah, das Nachladen ist nervig. Flüchtet da? Ne. Klar. Ja? Okay, greift er nicht mehr an. Boom. Oh. Hat der Boom gemacht. Auf jeden Fall, ey. Oh, die Kanone Wow. ist schon halb Schrott, ey. Oder ist er schnell? Bam! Das war die Möhre. Jetzt hab ich's voll raus, ey. Dachte, ich könnte es noch schnell kriegen. Bam! Hey, Quetz hat Level up, ich mach mal kurz Gewicht. So, fliegt er schneller. Wow, was macht das denn? Hör doch auf, so komisch zu laufen, du Scheißding. Mal zur Info, wir haben nachgeguckt, das Internet sagt, der Titano muss nicht mehr durch Gebiete gezogen werden, aber er darf auf keinen Fall festgebackt werden. Er muss sich frei bewegen können. Dann kann man ihm wohl Torpor verpassen. Das war aber der Hals. Ich glaube, den ersten werden wir killen. Ja, und wir sind ja überhaupt nicht größenwahnsinnig, wir wollen mindestens zwei. Ich brauche ja auch einen, oder Kess braucht ja auch einen, wie man es nimmt. Zwei? Ja klar, was ist denn mit einem? Ja, okay, das schon gut. Wo ging denn die Kugel hin? Ich habe gedacht, ich kriege ihn noch so im Umschwenken. Guck mich an, Digga, guck mich an. Alter, das ist mit 10 Kilometern entfernt. Alter, dreh dich doch nicht ständig, ey. Ja, nu. Wenn dir einer mit Kanonenkugeln am Kopf schießt. Wow, aber das war unsere Kanone. Wir müssen nach Hause. Du kannst gleich mehrere Crafts in den Inventar ja, legen, ey. Auf jeden. Das, machte keinen Sinn. Die Kanone kann er zerstören, weil sie kein Metalltier ist. Okay, dann unterbrechen wir hier. Wir sehen uns nachher mit frischen Kanonen wieder. Ja, da sind wir wieder. Mit neuen Kanonen. Verspackt da unten ab. Direkt mal ein paar Stück gebaut.
Ja, mein Drache macht seinen Ausflug gerade, der geht gerade Gassi. Er kann sich nicht über Bewegung beklagen. Ich kann man ja mit der Demo gerne ein bisschen ausprobieren. Ja. Also bei der letzten Kanone oder vorletzten Kanone. Genau. So, Titan, wenn du über Steine läufst, machst du mir die Sache nicht einfach. Ich hab Lupen dabei, soll ich mal gucken, wie sein Torpor ist? Ja, guck mal, guck mal. Ja, warte. Eins. Boah, gleich wenn. Oh, da hinten ist der Titano. 2177 hat er schon. Immer noch, meine ich. Immer noch, ja. Das ist abgebaut. Sind Sie ready? Sehr lange. Ja, I'm ready. Was? Kanone ist wieder gemittigt. Bam, Digga, bam! Ins Gesicht. Hast du Aufnahme wieder gestartet? Ja, Aufnahme läuft mit. Wir klauen, Themen an Titano. Ach, das ist doch ein Brondo, oder? Ein kleiner Brondo. Bam! Der müsste gesessen haben. Oh Mann, die Kanone geht aber echt schnell im Eimer. Das ist ja echt. Wie viel Schuss? Ah, warte, warte mal mit dem Schuss. Immer wenn ich sag das, wird sich schleitern. Mhm. Okay. Alter. Ja. Das läuft auch durch die Übersteine. Ich weiß gar nicht, dass der Titanum schlägt. Ja, der schlägt irgendwie hier nicht so bis jetzt. Ja, bis jetzt ist ja noch alles gut. Oh, dreht er sich schon wieder? Hm. Go. Ja. Ja, schieß nach eigener Hand gesessen. Oh, Alter. Oh. Ich hab nicht nur die Kanone so auf mich zu fliegen sehen. Ich glaub, die Kanone ist gleich wieder Schrott, ey. Ja, 1000 von 5000. Ey, die verliert echt pro Schuss. Nimm's mal auf und. Ja, wenn geht das nur mit der. Garten. Ja, mach. Hast du dabei, oder? Ja, ich müsste eine mit haben, ja. Muss ich entladen. Was macht denn der? Der steckt den Kopf ins Wasser. Was macht denn der? Möchte tauchen. Okay, Kanone aufgenommen. Alter, was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem los? Möchte tauchen, der Titano. Jupp, instant wieder heile. Nice. Was macht Kummer deinen Titan da unten an? Ach, der. Arschkick, komm raus da. So läuft das nicht, das Spiel. Ey, Digga. Was geht? Grinst nicht so komisch. Der grinst voll von der Seite. Oh, abgestiegen, zu nah am Wasser. Ah, jetzt kommt er wieder. Okay. Nein. Aber der Held ist. Der verliert sehr, sehr langsam nur Torpor. Also daher. Bleib doch jetzt mit dem Kopf mal. Die Kanonen braucht man denn für so. Yeah. Ohne S Plus brauchst du bestimmt 20 Kanonen. Das ist eine Materialschlacht, nichts anderes. Stamina laden. Och, komm schon, Mann! Ja, der wird dich schon nicht verlieren. Wahrscheinlich flüchtet der noch von uns, also sollten wir ein bisschen weggehen. Der verliert sehr, sehr super lahm, die Torpor. Ja, Kess, der Titano möchte anscheinend wohl gerne tauchen. Na, ich merk schon. Ende verreckt er jetzt. Das so ähnlich wie mein Giga. Schüttet ihn ins Wasser und er ist verloren. Aber der flüchtet von uns, der dreht immer ab. Ja, nicht, dass er gleich betäubt im Wasser liegt. Nee. Das wäre viel zu wenig. Und wenn hätte er genug Leben, glaube ich, dass er das überstehen müsste. Soweit ich weiß, ist die Plattform nämlich ein Instant-Tame. Ich weiß, aber sie gleich eigentlich jetzt geändert. Genau, davor kann sein. Kannst du die Narkose. Nein, du musst extrem nah dran, du musst den schon fast. Knutschen, um zu sehen, wie viel Pop der hat. Aber ich kann ja mal mich entleeren.
So, dann ja, warte, läuft jetzt wieder raus. Ich hab 4 Lupen mit. Bin halt auf alles halbwegs vorbereitet. Ja, sag Bescheid, ich fliege über ihn. Ja, dann springe ich runter und guck mal. Oh, bin weg. So, ich bin vom Sattel unten, kannst du wieder rein. Wenn ich ihn finde. Okay, am Schwanz kann ich den Torpo nicht checken. Alter, was hat der für eine Welle? Aber das, was ich gerade sehen konnte, war... Geh mal runter mit deinem Vogel, was ist mit dir los, ey? Ja, ich muss... Er hat 3600 Torpor. Von? Ja, genau. Das ist ungefähr bei einem Fünftel. So, steig auf. Also, ich musste nur Stamina laden. Flieg an Strand? Ich bin drauf. Du standst ja immer zu da perfekt. Doch, die Tappe. Wer ist wieder raus? Sein schon Wasserrundgang. Aber der verliert super sehr langsam seinen Torpor, also haben echt viel Zeit. Der macht da echt, wie nennt sich Wassertreten, ne? Für Räumer. Ja. Den Aquatiten nennen. Alle wieder. Aqua, genau, alle. Aquaman! Guck dir das doch mal an, das sieht aus. Er flüchtet echt durchs Wasser. Naja, und gleich haben wir 2 Biome durchkreuzt. 3! Scorch Earth, den Sumpf und der will zum Eisgebiet. Komm, jetzt geht an den Strand. Nein. Drück dem einfach noch eine. Kannst du die Kanone komplett nach unten richten? Ziemlich weit, ja. Ja, mach mal. Dann schießt man einfach so in den Kopf. Mal irgendwie abschätzen. Ja, die ist ziemlich weit nach unten. Vielleicht trifft man es so. Nur weiter weg. Musst du sagen, wenn du drüber bist. Ich kann das nämlich nicht abschätzen von hier. Aber warte mal, kann ich das mit K vielleicht besser sehen? Jo, das so, könnte ich. Jetzt. Weiß nur nicht, wo sein Schädel ist. Ja. Ich wundere, wenn dann. Ah, jetzt hat er den Kopf, genau jetzt hat er den Kopf gedreht. Hast du aber getroffen im Körper? Gott. Jetzt wacht er wenigstens wieder ein auf Flüchtling. Ja, dann wird er rein ins Wasser. Ja, nicht wundern, wenn. Ey, die können wir doch so nach unten lassen. Kannst du das abschätzen vom Fliegen her? Ja, das ist ja das. Wenn er nicht so komisch schwimmen würde. Nee, weil dann könnten wir die nach oben lassen, dann könntest du immer von oben nach unten schießen. Oh. Oh, nachdem ich die Kanone mit S Plus aufgehoben habe, kriegt die wohl keinen Schussdamage mehr. Die ist jetzt immer noch ganz. Nett. So, mach dich bereit. Ja, sag mir, wenn ich abdrücken muss. Schon wieder gedreht, Mann. Tano, du bist kein Freischwimmer. Hör auf damit. Oh, jetzt kriegen wir die erste Mal Kampf, Lala. Ich bin nochmal weg. Tschüss. Ja. Spaß. Ich hab Angst, dass er mich damit schlägt. Irgendwie hat er das noch nicht einmal. Ja, komm raus aus dem Wasser. Gut, schnell weg. Ruf da bitte. Körper. Passt Body. Schon, wird vielleicht raus. Alter. Er ist schon mal weit außen. Oh, er gibt gerade Vollgas. Vollgas war raus. So macht sich wohl. Denk gerade, du musst höher. Ich schieß nach unten immer noch, ne? Boah, jetzt läuft über. Ist noch eigentlich passen oder nicht? Nee. Er nervt mega mit seinem Wasser gerade. Aber oh, wie gesagt, so, schieß mal. Ja, dann muss ich jetzt wieder runter machen. So, ja, jetzt ist. Ja, dann lasse ich sie jetzt auch unten. Ich glaube, der geht jetzt wieder an den Strand. Naja, macht bestimmt wieder die Kuh. Nervensack. Welches Level ist er überhaupt? Ja, immer alle gleich. Schieß mal seinen Körper an.
Wow, dann ist er perfekt. Sauer. Perfekt. Aha, perfekt. Bei Kopftreffern ist er nicht sauer. So funktioniert das. Und die Kanone ist immer noch ganz. Ich glaube, wir haben einen Arc-Glitch gefunden. Okay, dann stelle ich sie jetzt wieder auf mittig, ja? Ja, ich habe ihn endlich hausen, ey. Ja. Ich will den haben oder ich kill den, ey. Bam, das war ein absoluter Kopftreffer, meine ich. Boah, was machst du denn für Kurven, ey? Hör doch auf damit! Alter, lauf doch nicht im Kreis! Aber warte, ich weiß, der will sich seitlich hinstellen, um mich zu boxen. Das war absolut Kopf. Fall um, Digga. Hab ich nichts gegen. Jupp, die Kanone ist immer noch ganz. Ist fertig. Wohl ein Glitch. Na, 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 na. Komm, Digga, gib mir deine Möhre. Ah, Pizzeken höher hättest du nur gemusst. Oh, Alter. Ja, ja. Bap. Junge. Wieder ins Wasser. Och du komischer Wassertreter. Läuft er normal? Boing. Jetzt hat die Kanone einen weggekriegt. Wenn wir zu nah dran sind, kriegt die Schaden. Von der Explosion. Also. Nicht vom Benutzen. Muss also mehr Abstand zum Schädel gewinnen. Körper. Ah. Nicht vom Abnutzen. Okay, die kriegt also Explosionsschaden mit. Boah, schieß nochmal, bevor er ins Wasser geht, ey. Musste erstmal nachladen. Wie geht das hin? Och du Scheiß! Naja, kommt jetzt du hier rüber, ne? Ah, die zieh mal heim zu deiner Pech. Dann mauere ich ihn ein, ey. Komm, hör doch auf. Wollen wir mal tauschen? Oh. Willst du auch mal ballern? Alles klar, tausch mal. Okay. Das ging aber schnell. Fertig? Okay. Wo ist der? Oh, ich hab gefeuert. Ja, geht leider immer nur eine rein, da ist er. Also die Kugel reinpacken. Genau. Kannst du nur noch E drücken, wenn es passt. Oh ja, also von... Als Pilot kann man eigentlich gut einschätzen, hast du recht. Aber dazu muss er erstmal da rauskommen. Und sich nicht von Krokofanten fressen lassen. Alter, der ist doch buggy, ey. Der schwimmt ja schon bestimmt. Du kannst ihn nach oben und nach unten aimen. Dann versuch mal, ob wir den Körpertreffer, ob wir wieder sauer kriegen. Alter, ist eher Loch Ness als Titano. Hast du nichts in deinen Taschen? Aber falls du mal runterplumpst. Ich frag mich eigentlich, warum läuft der die ganze Zeit unter Wasser? Das frag ich mich auch. Fühlt sich da sicher. So, ich hab die Kanone nach unten. Jetzt müsste ich sie nur noch sehen.
Aha. Ich bin ziemlich genau drüber, ich flieg mal tiefer. Okay, von hier aus sehe ich gar nichts. Ich sehe den gar nicht mehr. Sind nur wir drei on? Ne, vier. Ah, da ist er. Okay. Jetzt abdrücken. Ne. Ne. Der macht da unten einen auf Moser. So, da ist er. Tja. Jetzt nochmal versuchen. Naja, noch ein Stück weiter vorfliegen. Ja, du hast so einen komischen Knick gemacht jetzt. Der Körper ist genau davor. Ja, Bombentreffer. Ich habe mich nämlich neben die Kanone gestellt und hinter die Kanone. Ah, und jetzt warte ich mal, er flüchtet ja vor uns. Vielleicht kommt er dann mal aus dem Wasser raus. Ey, der ist doch echt. Warum haben wir denn einfach irgendeinen auf Land genommen? Ja, komm, soll man einen anderen holen? Nehmen? Na, jetzt haben wir da schon ein paar Mal draufgeknallt. Der muss nur da rauskommen, ey. Aber der braucht ja echt lange, bis der Torbau weggeht. Ja, wenn man damit vernünftig zielen könnte, könntest du sogar durchs Wasser auf den Kopf schießen, aber. Geht ja bei dir. Das kannst du nur, wenn er gerade schwimmt. Oh, die kam gut. Und 181 Torpor. Das große ist Lebensschaden, der kleine Zahl ist Torporschaden. Hast du gesehen? Das sind ja zwei Zahlen. Ja. So. Ja, sein Kopf ist ziemlich genau unter uns. Er hat sich gerade nach links weggedreht. Aber 181 Torpor hat er gekriegt. Ja, Torpor oder live, aber egal. Das ist keine hohen Zahlen. Der hat so viel Leben. Wieder 181 Torpor. Ja, Digga, wenn du nicht rauskommen willst, müssen wir dich raustreiben. Ah, jetzt kommt sein Schädel über Wasser. Oh, guck mal, vor dem können wir ja herlaufen. Bleib so, Digga. Digga, bleib so. Digga. Immer bin ich lang. Sprich mal seinen Torwart, ach hoch. Ja, aber auch sein Leben runter. Aber egal, wenn er mit 10 HP überlebt, dann müssen wir halt ganz teuren Dino-Kuchen bauen. Jetzt ist er wieder so. Ich krieg dich, Digga, ich krieg dich. Und dann holen wir dir noch eine schöne Freundin und dann machen wir viele kleine Titanus. Ja, ja, das geht ja aber nicht. Ich bin mir auch nicht so sicher. Jo, jetzt hast du den Kopf ziemlich drin auch vor dir. Ja, du musst einen kleinen Rechtsknick machen, ne? Jetzt ist er wieder weg. Naja, wenn man das Wasser jetzt auch noch als Biom dazu zählt, haben wir die alte Taktik gemacht. Drei Biome. Ja. Stück vor. Ist ja wie Loch Ness unterwegs, der Junge. Übel, ne? Kleinen Rechtsknick bitte. Scheiße. Das ist fast jeder Schuss ein Treffer. Ja, aber leider nicht nur der Schädel. Den Golem tötet man. So leider. Aber Titano mache ich das erste Mal. Titano, ja. Hat ja Leben ohne Ende.
Solange er Taubock kriegt, ist alles gut. Ja. Das stimmt wohl. Und wenn nicht, sind wir der Erfahrung reicher. Was soll denn das? Seitdem die das umgestellt haben, hat doch keiner mehr wirklich versucht, einen Titano zu zähmen. Er so steht, bleibt alles gut. Auf jeden Fall mehr als genug Kugeln, um mindestens zwei zu töten. Also daher. Wenn das so stehen bleibt, Alter. Ja. Ich hab sogar noch ein Bild dann. Viermal so viel Leben wie. Der liegt! Ach nee, der war geglitscht. Ich dachte gerade, der ist umgefallen. Oh, das wäre doch echt gewesen. Ah, jetzt hat er einen Klick. Na, ist noch Schuss am Schwanz erwischt. So, Digga, jetzt brauchst du gar nicht hier den Blitzekakosaurus. Näher ran? Vielleicht die Schwanzspitze. Da ist das Köpfchen. Das Köpfchen ist schon zu sehen. Auch den Kopf so treffen können. Ja, nicht so. Vernischt. Digga, mach uns doch nicht so schwer. Wow.